Wir haben hier einmal den Fahrkartenkontrolleur gegen Schwarzfahrer. Macht einmal Lärm für die beiden. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Sollen wir uns jetzt mal das neue Rap-Battle reinziehen, Freunde? Rap-Battle it in, man. Was war da nochmal? Schwarzfahrer, ne? Rein da in die Nummer, oder was, Digga? Vor einem Tag hochgeladen. Platz 19 auf Trends, oder was? Nice, Digga. Hat richtig rasiert mit dem Format, ne? Hat, glaube ich, letztens erst... Die letzte Folge war sein 50.000 Abo-Special. Jetzt hat er schon 71.000 Abos, Digga. 4-7, hier, Ex-Freund, Ex-Freundin, 900.000 Views. Bro, du hast Hype sein Vater gemacht mit diesen Battle-Geschichten. Respekt, Bro. Fühl ich. Feier ich, prägt mich auch ein bisschen. Ich find's immer gut zu beobachten, wenn Leute irgendwie nach oben kommen. Let's get it on. Kontrolleur vs. Schwarzfahrer Rap Battle. Achtung, Kontrolle. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu meinem neuen Format Big Difference. Mein Name ist 4-7 und heute haben wir wieder was sehr, sehr, sehr Nices für euch, und zwar Battle Toy. Was poppin' G? Immer geile Beats auch im Intro und so, ne? Wer ist denn sein Beatmaker eigentlich? Bro, lass mal ein paar Beats zukommen an der Stelle. Ein Fahrkartenkontrolleur gegen... Das ist geile Beats, auch immer sehr düster und auch Drill oft und so. Ein Schwarzfahrer, das wird eine Schlacht. Geht nochmal alle auf den Like-Button, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. Der Beat ist nice. So, wir haben hier den Fahrkartenkontrolleur und er hat einen Konflikt mit seinem Erzfeind, den Schwarzfahrer, und er möchte gerne ein Battle. Warum? Du, ich sag's dir so, also wenn du den Sozialschmarotzer da jeden Tag in der Bahn siehst und ihn kontrollierst und der hat schon wieder kein Ticket. Schmarotzer out, man, wie ich. Weil da fragt man sich auch, wie kann ein Mensch sein eigenes Leben eigentlich so zerstören? Und dann überlegt man sich, Bro, ich muss dir mal eine Denkzettel verpassen und das mache ich in Battle-Rap-Form. Deswegen zieht euch die Scheiße rein. Let's get it on, man. Sam H, danke für den Euro, Bro. Ich küsse dein Herz. Thank you for the support, man. Ist der Schwarzfahrer schon mal von dir weggelaufen? Ich will mit dem immer rausgehen und die Polizei rufen. Er sagt natürlich immer, den Ausweis hat er nicht dabei, und dann gehen wir raus und dann... Borninho22 sagt, Justin hat einen sehr nice Folge Van-Talk gemacht, schon gesehen. Yes, Bro. Habe ich mir komplett auf Lunge gezogen. Feier ich, fühle ich, habe mich geprägt auch. Wird auf einmal ganz schnell, aber ich habe... Wirklich coole Folge Van-Talk, Freunde. Geht mal auf Justins Kanal und checkt die Folge Van-Talk ab. Richtig nice, wirklich cool, sehr inspirierend. Sprintfähigkeit in letzter Zeit ein bisschen trainiert, deswegen ich versuche in nächster Zeit ihn zu catchen. Hammergeil, ich freue mich auf das Battle. Let's go. So, wir haben hier den Schwarzfahrer. Sag mir mal ganz kurz, was ist deine Meinung zu Fahrkartenkontrolle? Also ich halte nichts von den Bastarden. Der versucht mir hinterher zu rennen, aber der kriegt mich nicht. Aber heimlich auf seine Mutter hinterher, aber keiner. Korrekt. Ja, Mann, auf jeden Fall. Hast du denn Punchlines am Start? Safi. Okay, wir sind sehr gespannt. Der ist motiviert, der Cousin. Let's go. Was geht ab, Leute? Mein Name ist 4-7 und brrr, kommt zum... Ich bin gespannt, I'm curious, motherfucker. Battle. Wir sind gerade in der Shisha-Bar Bless, Rheinstraße 72. Kommt alle vorbei. Das ist der Besitzer. Okay. Und wir haben hier einmal den Fahrkartenkontrolleur gegen Schwarzfahrer. Macht einmal Lärm für die beiden. Der Fahrkartenkontrolleur wird anfangen. Let's motherfucking go. Let's get it on, man. Das ist Kontrolleur gegen süchtig nach Tipico. Hab dich in der Bahn erwischt und jetzt mach ich's am Mikrofon. Aber du führst echt ein Heldenleben. Wurdest von mir zigmal dann gefickt und hast mir anschließend noch Geld gegeben. Dieses Battle hier ist wirklich ein harter Witz. Wie oft hab ich den Geringverdiener in der Bahn erwischt? Für deine nächste Fahrt hab ich noch einen starken Tipp. Bind dir eine Leine um, Hunde fahren gratis mit. Ewa! Ich muss sagen, von der ersten Line an hat er einen guten... Gut, der hat mich gut, gut. Gute Stimme, guten Flow. Er ist auf dem Beat, auf dem Takt und auch geile Lines bis jetzt. Bist ein Wannabe und feierst dich, wenn du den Platz rechts außen in der letzten Reihe kriegst. Wenn er sich auf Klo versteckt, setzt er auf sein Drecksteam oder spendet 3 Cent im Montana Blackstream. Ich mach deine Schwester letztens.
Ich finde, der kann echt gut rappen. Man hat auch viel weniger, man hat irgendwie viel weniger erwartet, Alter, mit seinem Outfit auch und so. War nett, Bro. Ich wollte scannen, doch sie gab mir ihren Snapcode. Und raste bitte bei der Show jetzt nicht aus, aber seitdem manage ich ihren OnlyFans-Account. Ist echt guter Spaß, deine Freundin schwanger, obwohl du nichts zu bieten hast. Und wenn bei ihr dann die Fruchtblase platzt, sagt er sorry, doch wir müssen auf den Bus warten, Schatz. Schade, er ist kurz rausgekommen. Region 4, er wie immer ohne Ticket unterwegs mit ne Bier. 50 Euro Vertragsstrafe gehen zu mir, die hab ich später dann bei seiner Mutter reinvestiert. Seit der Strafe muss sie dich herumkutschieren. Sie hofft, dass du einen Job kriegst mit herumprobieren. Und weil ich weiß, dass du das nicht hinbekommst, gebe ich dir Hurensohn ein Ticket umsonst. Der ist krass, Digga. Nicht schlecht, Digi. Nicht schlecht, Bro. Respekt. Stark, starke erste Runde von dem Fahrkartenkontrolleur. Man hat so gar nicht erwartet, ne, von seinem Look und so, krass. Mal gucken, was der Schwarzfahrer zu sagen hat. Check. Okay. Ich war schwarz, Job, catch me if you can. Willst mich ficken, aber wechselst von mir sowieso Geschlecht, ey. An deiner Stelle hätte ich bisschen mehr Respekt. Glaub mir, wenn es mich nicht gäbe, hättest du keinen Sinn und Zweck, ey. Dein Arbeitgeber Deutsche Bahn hat so viel wie gar keinen Plan. Wurde bis jetzt nie geparkt, doch bin zu oft schon gefahren. Kommt der Pisser-Kontrolleur und fragt mich nach meinem Namen. Mach ich einen auf 50 Cent, so wie sein Stundengehalt. Ohne Milch hättest du gar keinen Umsatz. Kostet drei Mann und glaubst. Ja, ich finde, für mich, was ich jetzt gerade auch gemerkt habe, für mich ist Aussprache voll wichtig so. Aussprache. Wie schaffst du es, die Wörter so auszusprechen, damit ich es auch richtig vernünftig verstehen kann? Er ist so ein bisschen off wieder, weißt du, wie ich meine? Nicht, dass du jetzt Schutz hast. Die Idee vom Flow im ersten Part eben war nicht schlecht so, aber er hat es halt auch nicht hingekriegt wieder so. Personalien ficken, obwohl du keinen Grund hast, doch ich gebe dir höchstens nur die Nummer von deiner Mutter. Ja, du wolltest mich als Gegner, doch ich bin dein Karma. Du wärst die Nummer 1 nach Nummer 3, besser check dein Fahrplan. Für mich bist du ein Trendsetter, Digga, sei mal dankbar. Wegen dir heißt Deutsche Bahn noch ab sofort jetzt deutscher Bastard. 4-7 übertreibt immer. Dankbar, wegen dir heißt Deutsche Bahn noch ab sofort jetzt deutscher Bastard. Deine Ansagen. Nee, ist klar, Digga. Durchsagen sind nur Absagen. Schick dich schlafen, geh mal gute Nacht sagen. Du könntest anschaffen, sammel Pfandflaschen. Du hast keine Chance gegen mich, wär hierbei auch die Fasch. Sprache. Nicht Mikey Scope, wird doch kein einfach entwischen. Nämlich Mr. X, der Sieger ist der Typ, der mich findet. Leih dir gerne meine Brille, vielleicht kannst du mich finden. Und wenn ich deine Mutter ficke, fragst du auch dann nach Ticket? Ha? Ist nicht schlecht, Digga, wenn du ihn so vergleichen würdest. Beispiel, wenn du ihn jetzt vergleichen würdest mit wer war nicht so gut? Die Battles davor, da gab es einige, die nicht so gut waren. Da hätte er gut mithalten können. Aber gegen ihn wirkt er nicht so gut. Oh mein Gott! Er muss ja auch ein bisschen Entertainment machen. Ja, ich weiß doch, Bro. War doch auch nur Spaß, Digga. Alles cool. Ist mir schon klar, dass er den Hype Man auch spielen muss. Oh mein Gott. Es geht direkt weiter mit der zweiten Runde von dem Fahrkartenkontrolleur. DJ, bist du ready? Das sind Schwarzfahrer-Bars, du bist arm und das war's. Hast für das Ticket hierher bei deiner Ma nachgefragt. Auf Instagram macht er eine Spendenaktion für sich selbst, denn er muss heute noch Getränke abholen. Kein Geld für Bar, noch macht auf harten Imbiss. Dein Gangster-Rap-Film ist Blamage für dich. Er will so unbedingt in einen Clan rein, die Bitch. Er hat sogar Arafat eine Bewerbung geschickt. Gestern schnappte ich den Taugen nichts echt. Er meinte, eine Ausnahme brauche ich jetzt. Ich muss dringend in die Booth, ich nehm auf und ich rap. Ksch. Nächster halt für Hurensöhne, Ausstieg ist recht. Ich mag den irgendwie, vor allen Dingen, weil er auch diesen, ich sag mal so, nerdigen Look hat, so vom Optischen her. Und dann einfach am Mic voll Mutter fickt, so, ich feier das. Und auch, der hat krasse Dings, wie sagt man? Er powert gut ins Mic rein. Was denn jetzt?
Wenn ich dich nur einmal noch treff, sag ich deiner Ma, wie scheiße du rappst. Ja, ich mach aus Schwarzfahrer Kadaver, lynche diese Nutten. Er geht nur zum Automaten, um ins Münzenfach zu gucken. Bei einer echten Straftat ist er wie ein Kind am Zittern. Doch wegen Schwarzfahren landet er bald hinter Gittern. Und damit ich diese Scheiße verhindere, hier ein Ticket-Rabattcode für geistig Behinderte. Stark, stark, Bruder. Ja. Game over schon fast. Arbeiten ist für ihn leider fremd. Er fragt seine Mom an der Kasse, ob sie Süßigkeiten gönnt. Jeden Tag erwisch ich ihn, doch niemals wird der Keck erwachsen. Hab dich schon so oft gefickt, du solltest dich mal testen lassen. Nur Ausreden vom Schwarzfahrer Schmutz. Ich hatte nur einen Zehner, Automat war kaputt. Die Preise sind zu hoch, was ist das für ein Tagessatz? Halt die Fresse und such dir endlich einen Arbeitsplatz. Oh mein Gott, sehr, sehr starke Runde. Mach nochmal Lärm für den Fahrkartenkontrolleur. Stark, Digga. Krass. Gutes krass. Ding. Krass. Ganz krass. Krass. Kommen wir zu der nächsten Runde von dem Schwarzfahrer. Die letzte Runde. Nochmal alles geben. Let's go. Yeah. Geh mal Bus bauen, ich bin am Zug. Anscheinend ist dir dein Job wichtig, lebst du etwa im Zug? Auch wenn ich dich disse, hab ich doch gar keinen Gegnerbezug. Habe nicht nach ner Pussy, sondern nach dem Gegner gesucht. Yeah. Sei mal ehrlich, was ist in dich gefahren? Ja, ich mein deine Visage, was ist in dich gefahren? Er hat bei DB und heute kriegt er Abwege Geräte in seinem Arsch. Yeah. Als Straftäter für mich wär zugleich dein Taschengeld. Er hat sich sein Leben damals ziemlich anders dargestellt. Bei der Bewerbung sich als sein Zugführer vorgestellt. Doch er wurde dann letztendlich als sein Hurensohn angestellt. Auch nicht schlecht seine Flows, ne? Also der kann auch rappen, muss man schon sagen. Ja, gibt zu, dass er übel war. Du kaufst sogar Schülertickets, obwohl du kein Schüler warst. Zwar kein Koka, doch die Lens werfen nicht aus der Bahn. Und an deine Fresse merk ich, du wurdest erneut überfahren. Daher weiter unter uns, hast kein schönes Leben, keine Sorge, das bleibt unter uns. Ja, du redest nur mit Kommatas, doch komm jetzt mal zum Punkt. Den einzigen Benz, den du hier fährst, ist höchstens nur ein Bus. Yeah, yeah. Aber trotzdem gebe ich Props, hast zwar keine anderen Hobbys, doch du machst ja nur deinen Job. Aber ich rate dir eines, besser bleib bei deinem Job. Denn im Bettchen hast du keine Zukunft, außer als ein Flop. Yeah, bin ich im Knast, doch ich verteile Schellen, bis du Pissersterne siehst und ich komm. Komm, Bruder, komm, noch mehr rein. Ein Gas, ein Ding. Ein Gang noch hochschalten, Bro. Dann wär auf jeden Fall viel krasser. Zelle, was für Laola, Digga, fick deine Welle. Denn ich bin hier für dich, deine letzte Endhaltestelle. Oh! Stark, stark, stark. Mach nochmal Lärm für das ganze Battle. Stark. Gutes Battle, Digga. Heftig, heftig, heftig. Schreibt in den Kommentaren, wer von den beiden Herren hier gewonnen hat. Und eins für den Kontrolleur, zwei für den Schwarzfahrer, Freunde. Ich bin selber gespannt, was ihr sagen werdet. Und wir sind raus. Aber Niveau vom Battle nicht schlecht, muss man schon sagen. Nicht schlecht. Digga, seine Plattform ist einfach größer als alle Battle-Rap-Plattformen in Deutschland, oder? Die gerade aktuell stattfinden. Von den Klickzahlen her. Ist schon krass. Respekt, Alter. Grüße gehen nochmal raus an 47. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich den Kontrolleur ein bisschen stärker fand. Also der Kontrolleur hat es mir auf jeden Fall... Der hat mehr Delivery gehabt, mehr Power in der Nummer drin gehabt, so weißt du?